Lieber Astro-Rebell, liebe Astro-Rebellin, herzlich willkommen zurück zu deinem Kanal der Astrologie. Mein Name ist Emmanuel und ich bin dein astrologischer Lebensberater. Bevor ich mit der Prognose starte, möchte ich dich darauf hinweisen, falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, wirst du auf jeden Fall zukünftige Beiträge verpassen. Dementsprechend empfehle ich dir jetzt, unseren Kanal zu abonnieren, sodass du keine Videos in der Zukunft verpassen kannst. Und nun die Prognose. Hallo, mein lieber Skorpion. Schön, dass du da bist. Zwischen dem 1. und 3. März hast du ein Sextil zwischen Jupiter und der Sonne. Dieses Sextil könnte dir eine optimistische Perspektive und ein starkes Gefühl von Vertrauen und in deinen Fähigkeiten verleihen, was zu neuen Chancen für persönliches Wachstum, Erfolg und Freude führen könnte. Du könntest dich von einem tiefen Verlangen nach Selbstausdruck und Freude am Leben geleitet fühlen. Am 4. und bis 9. des Monats hast du Venus und Mars im Wassermann, Quadrat Uranus. Du könntest plötzliche Veränderungen und Spannungen in deinem häuslichen und partnerschaftlichen Bereichen im März erleben. Dieses Quadrat könnte zu unerwarteten Konflikten oder Unruhe in deinem Zuhause führen. Jedoch könnte dieser Transit auch deine kreative Energie besonders anregen. Am 10. Mein lieber Skorpion, hast du einen Neumond in den Fischen? In der Liebe könntest du eine tiefere emotionale Verbindung zu deinem Partner oder potenziellem Liebesinteresse spüren. Unter dem Einfluss dieses Neumonds könntest du dich stärker vom kreativen und künstlerischen Hobbys angezogen fühlen. Auch am 10. hast du Merkur im Widder eingetreten. Bis 15. Mai wirst du dich von einer starken Motivation angetrieben fühlen, deine Gedanken und Ideen aktiv auszutauschen und dich für gemeinsame Ziele einzusetzen. Themen wie Bildung, Jobsuche sind mit großen Herausforderungen in dieser Zeit verbunden. Auch das Thema Gesundheit ist bei vielen Skorpionen nicht einfach. Am 11. hast du Venus in den Fischen eingetreten. Bis 5. April könntest du eine Zeit intensiver emotionaler Erfahrungen und romantischer Beziehungen erleben. Das heißt, du hast eine positive Konstellation in der Liebe. Du wirst dich von einem starken Bedürfnis nach Liebe und Verbundenheit geleitet fühlen, was zu tiefen Bindungen und romantischen Begegnungen führen könnte. Am 12. und bis 17. hast du Sonnenkonjunktion Neptun in den Fischen. Deine Hobbys könnten jetzt eine Quelle der Freude und des Ausdrucks sein, insbesondere solche, die künstlerisch oder spirituell sind. Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, dass diese Konjunktion auch Illusionen und Täuschungen mit sich bringen kann. Themen wie Bildung, Kunst, Kinder oder Enkelkinder könnten in den Vordergrund im März rücken. Am 18. und bis 22. hast du Venus-Konjunktion Saturn. Du könntest dich mit den Realitäten und Verpflichtungen in deinen romantischen Beziehungen und kreativen Bestrebungen auseinandersetzen müssen, die notwendig sind. Diese Konjunktion könnte zu einer Zeit der Ernsthaftigkeit und Verantwortung führen. Am 23. hast du Mars in den Fischen eingetreten. Bis 30. April wirst du einen Schub an kreativer Energie und Entschlossenheit verspüren. Und das wird dir helfen, deine freiwilligen persönlichen Projekte und persönlichen Leidenschaften besser zu verfolgen. Am 25. hast du einen Vollmond und zugleich auch eine Mondfinsternis in der Waage. Mit diesem Vollmond, lieber Skorpion, wirst du eine Phase der spirituellen Erkenntnis und des Loslassens durchlaufen, insbesondere in Bezug auf vergangene Erfahrungen und verborgene Emotionen.
Dieser Vollmond lädt dich ein, alte Muster und Begrenzungen loszulassen. Und dann am Ende des Monats hast du zwischen dem 26. und dem 31. Venus in den Fischen, Sextil Jupiter und Uranus. Sei am Monatsende bereit, dich für unerwartete Gelegenheiten zu öffnen und mutig neue Wege der Selbstentfaltung zu erkunden. Du dürftest dich von neuen Chancen angezogen fühlen, die es dir ermöglichen, deine Fähigkeiten auf eine neue Ebene zu bringen. Erinnere dich bitte immer daran, ja, dass diese ganz allgemeine Aussagen sind, dennoch wenn du eine individuelle und professionelle astrologische Analyse brauchst für deine Zukunft, dann kannst du gerne diese auf meiner Homepage buchen. In diesem Sinne bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir alles Gute im März 2024. Thank you.